Stefan Haslinger, du warst sehr lange Zeit in der KUPF sehr aktiv und hast diese Interessensvertretung über langen Zeitraum begleitet. Was würdest du sagen, wie muss Interessensvertretung heute agieren und hat sich das in deiner Zeit verändert in Fragen quasi der Methoden, der Zugänge? Ihr habt ja früher sehr viel Pressekonferenzen und so weiter gemacht, habt dann später, glaube ich, ein bisschen den Kurs gewechselt. Also wie hat sich das verändert über die Zeit? Also von meiner Zeit, die KUPF hat eine Sache gehabt, mit der es fast regelmäßig gescheitert ist. Das war Aktionismus. Mhm. Also irgendwie hat man dann schon mal gesagt, KUPF kann nicht Aktionismus, das geht nicht aus. Mhm. Es sind ein paar ganz so Aktionen probiert worden, die waren zwar nett, aber haben es nicht substanziell, das waren jetzt keine Aktionen, wo man sich irgendwie gedacht hat, die haben dann irgendwie ein politisches Bewusstsein irgendwie ausgelöst oder geändert oder mitgetragen. Das heißt, was die KUPF gemacht hat, und das ist vielleicht aber Österreich geschuldet, die KUPF ist eigentlich sehr klassisch sozialpartnerschaftlich geworden. Also so, man hat durchaus manchmal aufgeschrien, hat das in Pressekonferenzen gemacht, hat Analysen gemacht, hat das präsentiert, aber am Verhandlungstisch hat man dann trotzdem Gremien und hat einfach geschaut, das Beste im Interesse der Mitglieder auszuwählen. Also, das ist eigentlich wirklich so klassisch sozialpartnerschaftlich. Was auf der anderen Seite spannenderweise die KUPF aber regelmäßig kritisiert hat. Dass also sozusagen genau dieser Niedergang der Gewerkschaftsbewegung in Österreich, die mangelnde Arbeitnehmerbewegung, dass das eigentlich Fehler sind, die eigentlich ein politisches Selbstverständnis in Österreich mitgeprägt haben oder mitprägen. Also eigentlich ist die KUPF da so ein bisschen in dieser Schwierigkeit immer gefangen gewesen, weil wir haben ein System kritisiert, das wir selbst da perpetuiert haben eigentlich. Würde das in konsequenter Weise heißen, man müsste eigentlich die Förderung von Land Oberösterreich ablehnen und wird wieder ganz anders organisieren, wieder mehr auf Ehrenamt, wieder mehr initiativ arbeiten? Nein, auf keinen Fall. Also ich muss ja jetzt nicht deswegen die Förderung ablehnen. Die Frage ist eher, trage ich alles am Verhandlungstisch aus oder sage ich, okay, ich betrete vorher schon mal den Gang an die Öffentlichkeit und schaue, ob ich dann dadurch Reaktionen provozieren kann, die mir auf den Verhandlungstisch zurückführen. Also es war eigentlich sozusagen, wenn man so will, die Henne-Ei-Frage, die man da stellen kann. Und die KUPF hat ewig lang immer zuerst den Verhandlungstisch betreten. Und dann war es gar nicht gegangen, es sind die Mitglieder informiert worden und dann hat man vielleicht mal eine Pressekonferenz gemacht und so weiter. Aber es war nicht der Gang, dass man sagt, okay, man postuliert zuerst einmal was und dadurch holt man sich eine politische Reaktion, sondern man hat zuerst quasi die Politik konsultiert oder mit ihr Kontakt aufgenommen und dann hat man Aktionen draus gesetzt. Also es war vielleicht auch diese Schwierigkeit, dass die KUPF sehr stark ist, also nämlich bei politischer Agendasetzung sehr stark im Reagieren war. Bei anderen Themen, ob das jetzt die VRP-Kampagne war oder was ist nach meiner Zeit dann die ganze Regionalentwicklung, Lieder und so weiter, das sind immanent wichtige Themen, die da bearbeitet worden sind, die für die Mitglieder immanent wichtig sind, aber sozusagen das ändert politisch sehr wenig. Und diese Hauptforderung immer mehr Geld für die freie Szene, mehr Geld im Ermessensspielraum, bla bla bla, die haben wir nie durchgesetzt. Mhm. Und da war vielleicht die Frage gewesen, okay, kann man das anders postulieren, außer dass man jährlich eine Budgetanalyse ausgibt und die mit einem Landeshauptmann oder Kulturreferenten dann verhandelt. Mhm. Und das haben wir aber nicht da. Also das ist immer gleich geblieben. Weil du diese verschiedenen Ansätze, quasi das Verhandeln hinter verschlossenen Türen und den Gang in die Öffentlichkeit erwähnt hast, wenn man sich in Österreich die Szene der Interessensvertretungen anschaut, dann kommen ja die meisten aus diesen eher aktionistischen, kämpferischen heraus, auch in der Gründungszeit logischerweise vielleicht so entstanden ist. Und die große Ausnahme sind die Niederösterreicher, die von Anfang an mit einem anderen Ansatz zugegangen sind. Und wenn man es jetzt vergleicht, die KUPF hat ein Budget und Zuschuss vom Land Oberösterreich von 120.000 Euro im Jahr und ist damit einer der größten in Österreich, neben Tirol und Wien. Die Niederösterreicher kriegen 2,1 Millionen derzeit vom Land Niederösterreich, machen dann immer ganz andere Sachen, muss man sagen, sind im Veranstaltungsbereich aktiv. Aber die haben von Anfang an auf dieses Hinter-den-Türen-Verhandeln gesetzt. Bedeutet das dann, dass die anderen das alle so schlecht machen oder gibt es da irgendeinen speziellen Hintergrund dazu? Ich glaube, dass man da einfach die Frage stellen muss, inwieweit ist dadurch aber auch Schweigen abgekauft worden in Österreich. Mhm. Also das ist aus meiner Zeit ist nur so die Wahrnehmung, ich habe mit den Niederösterreichern sehr wenig Berührungspunkte gehabt immer, aber die Wahrnehmung war schon immer dort, die ich in einer K.O.-Position spielen.
Und das ist sozusagen trotzdem nach wie vor was, was die KUPF sich als Recht ausgenommen hat, was die IG Kultur Wien, Tirol, Steiermark, Vorarlberg, alle, die haben eine Oppositionsrolle eingenommen trotzdem. Mhm. Also das war, man sitzt im Verhandlungstisch und spricht miteinander, aber man hat vorher eigentlich die Position klar gemacht, da sitzen sie jetzt keine Du-Freund gegenüber oder Freunde im engeren Sinne, sondern da sitzen sie im besten Fall auf Augenhöhe, meistens nicht ganz gleich vom Level her, aber jetzt sitzen sie, wenn man so will, Regierung und Opposition gegenüber. Mhm. Also da ist um das Ausverhandeln gegenteiliger Positionen gegangen. Mhm. Also durchaus kontrovers, das am Verhandlungstisch sitzen, heißt nicht, dass das konfliktfrei war. Die Konflikte hat es gegeben und die sind auch behandelt worden. Mhm. In Niederösterreich ist natürlich durch die Aufgabenübertragung wie ein Viertelfestival und so weiter, also wo die richtig große Dinger schupfen müssen, was in Österreich eigene Vereine wie das FDR machen, ist ja das ganz anders passiert. Und da, glaube ich, ist das schon passiert, dass eigentlich so die Oppositionsrolle nicht mehr in der Form wahrgenommen hat werden können. Mhm. Und das ist, also davor würde ich ganz, ganz, ganz massiv warnen und sagen, hey, also so, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dass ich dadurch, dass ich eine Förderung kriege, ich aber auch keine eigene Meinung mehr vertreten darf oder eine, die jetzt nicht den mächtigen Hegemonial irgendwie entspricht, dann muss ich sofort aufhören. Also dann ist auch der Status an Interessensvertreten natürlich nicht mehr gegeben. Mhm. Aber da stellt sich vielleicht dann die Frage, natürlich, gerade die KUPF hat sich immer sehr gesellschaftspolitisch positioniert und auch über die, sag ich, die engen kulturpolitischen Themen hinaus engagiert, was Sozialthemen angeht, positioniert zum Beispiel unter Schwarz-Blau, das hat so klare Statements gegeben. Muss man da die Frage stellen, muss das sein? Also ist das wichtig, dass das der KUPF macht? Oder ist das was, wo man sagt, man behindert sich vielleicht dann eigentlich in seine Kernaufgaben, die Interessen der Mitglieder bestmöglich zu vertreten? Also beziehungsweise ist ja das Argument, dass aus niederösterreichischer Seite kommt, naja, wir brauchen nicht die gesellschaftspolitische Opposition spielen, wir erleben diese Interessenvertretung so, dass wir das Beste rausholen. Das machen wir auf diese Art und Weise und das funktioniert offensichtlich, also kann man jetzt nicht auf die Kriterien drauf an, aber es funktioniert nicht so schlecht. Ich denke, das ist zweischneidig. Wir waren als KUPF immer mit der Kritik der Mitglieder konfrontiert, die gesagt haben, hey, schaut lieber, dass wir mehr Geld kriegen und hört mit den Migranten in Kulturpolitik, Frauenkulturpolitik, freie Medien und so weiter, das betrifft uns alles nicht. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass jede Interessenvertretung avantgarde sein muss und auch Themen aufgreifen muss, die von den Mitgliedern nicht erfasst wird. Weil, also, es ist sehr, sehr vereinfacht gesprochen, aber das Gros der Mitgliedsvereine sind klassische Kulturvereine, die Veranstaltungen machen, die hin und wieder Projekte absolvieren. Und im Ort, also das ist nicht mehr so dieses alt tradierte, aber es ist nach wie vor so, im Ort was bewegen dadurch. Und sei es nur, dass einfach viele Leute zum Konzert kommen können, ganz banal. Das heißt, denen ist die Aufgabe zu übertragen, so engagiert euch das was, macht was, werdet rabiat, wie auch immer, das ist ein Vermessen. Mhm. Und eigentlich muss eine Interessenvertretung sagen, bevor wir das fordern, müssen wir jetzt erstmal so den Grundstein legen. Das heißt, die Avantgarde-Funktion hat eine Interessensvertretung auf jeder Ebene und muss das halt dann auch, da ist vielleicht dann das, wo Scheitern oft impliziert ist. Es ist dann sehr oft sehr schwer, das dann den Mitgliedern zu kommunizieren, warum wir das jetzt gerade machen. Mhm. Also warum engagiert sich ein KUPF jetzt ganz stark im Bereich freie Medien? Das war in den 90er Jahren eine massive Debatte. Warum damals? Warum setzt die KUPF ganz stark mit politischem Antirassismus auseinander? War ein großes Thema, also gerade bei dem Beispiel, aber auch, weil so ein politischer Antirassismus ja nun mal eine andere Ebene betritt als das, was jeder Verein in sein Leitbild steckt hat, wir sind antirassistisch, antisexistisch, antifaschistisch und nur 10 andere Antis ungefähr. Und gegen Atomkraft sind wir sowieso. Also jetzt sehr polemisch natürlich, aber das haben alle unterschrieben, nur dass der politische Antirassismus ja woanders ansetzt, nämlich sozusagen wirklich bei der Frage der Strukturen, bei dem, wo passiert sozusagen nicht Alltagsrassismus, sondern wo werden wirklich Strukturen geschaffen, die Rassismus ermöglichen, und das waren auch die Vereine drinnen. Mhm. Diese Frage den Vereinen erstmal umzuhängen, ohne selbst da wirklich gut geprüft zu sein, das war halt ja undenkbar gewesen, war halt eine Frechheit gewesen. Aber sozusagen, wir haben bei den Generalversammlungen durchaus oft Diskussionen führen müssen, warum, wenn wir das Jahresprogramm präsentiert haben, warum habt ihr das gemacht? Mhm. Also was schaut da für uns aus? Auf der anderen Seite ist es sehr schön, den Erfolg zu sehen bei vielen Bereichen, wo man halt sieht, okay, gerade zum Beispiel im Bereich freie Medien, den einfach viele Vereine da genutzt haben. Ob das jetzt Froh, Dorf, Freistaat, Servus, also was ja was da hat, wo die dann immer sagen, okay, das bringt ja uns auch was. Mhm. Und sei es nur mediale Aufmerksamkeit, ganz banal.
Und da bin ich mir sicher, wenn es diese Übermittlungsarbeit und Avantgarde-Funktion der Kupfer nicht gegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich anders ausgeschaut, oder die Vereine selbst, wie die GSMHs und so weiter, hätten viel mehr Aufwand gehabt, das dann weiter zu betreiben. Also da hat es, glaube ich, einen sehr guten Schnittpunkt und Verteilerzentrum Kupfer gegeben immer. Mhm. Oder würde mich vielleicht die Bestandsaufnahme dann interessieren, wenn man diese Kulturarbeit, die unsere Mitglieder, unsere Szene betreibt, man eben auch als Impfung gegen Rassismus, Faschismus etc. sieht, dann müsste man vielleicht angesichts der aktuellen politischen Lage die Frage stellen, ob diese Impfung so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen, oder? Also trotz einer quasi expandierenden Kulturlandschaft in unserem Bereich, also obwohl es sinkende Förderungen gibt, gibt es immer mehr Vereine, immer mehr Initiativen, die was machen, haben wir jetzt Schwarz-Blau in Oberösterreich, in Rot-Blau in Linz, wir haben Blau in Wels, es kommt, es droht Schwarz-Blau oder Rot-Blau auf Bundesebene. Also ist das vielleicht manchmal ein bisschen ein Wunschdenken, oder woran führst du, dass diese, oder war es, wenn es nicht gab, aber schon vor 10 Jahren quasi eskalierte Situation? Die Wahl ist aber, wie wichtig nimmt man sich selber, oder? Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ohne die Initiativen in den Regionen, in den Städten, die von der KUPF vertreten werden, aber auch die außerhalb der KUPF, die sozusagen in diesem im weitestgehenden kulturellen Segment tätig sind, die sind doch so sicher noch ärger geworden waren, weil es dieser alte Begriff der Gegenöffentlichkeit geschaffen wird. Mhm. Nur man darf natürlich nicht so vermessen sein und sagen, wir schaffen da jetzt den großen Unterschied dadurch. Weil man sich ja auch ist also den Zuspruch oder die Zugangsmöglichkeiten für ein Publikum anschauen muss, die dadurch sensibilisiert werden können. Mhm. Aber ich glaube nach wie vor, dass sich was ändert, weil es hat diesen Spruch gegeben von Scholten, um es nach Zitat zu bringen, nachdem der Bürger dann zitiert. Der Scholten damals noch als Bundesminister hat, finde ich schon diesen sehr schönen Spruch gesagt, ein gut programmiertes Programmkino wird die Todesstrafe nicht verhängen, aber es kann mit der Filmauswahl dazu beitragen, dass Leute dagegen sensibilisiert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Kulturinitiativen nach wie vor, einfach mit der Programmierung, mit ihrem Dasein oft einfach nur vielleicht auch Leute zumindest mal für ein paar Minuten drüber nachdenken zu lassen, ist das noch okay, was wir jetzt gerade machen. Mhm. Und da gibt es, finde ich, ganz viel, also jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit wieder ganz viel wunderschöne Beispiele, also Kulturinitiativen oder Projekte zumindest, ich weiß nicht, ob sie als Kulturinitiativen bezeichnen, die sich mit alternativen Wohnraum beschäftigen. Projekte, die irgendwie gerade in der ganzen Fluchtbewegung irgendwie aktiv worden sind und geschaut haben, da was anderes zu machen. Also, ich weiß nicht, das ist nicht nur Österreich, aber 30 Kirchen als Musical-Herbringer, das macht was mit den Leuten. Und ich finde das großartig. Ja? Das ist eine große Herausforderung, ist ein großes Wagnis, aber es macht was. Und wenn es dann nur dazu quasi aus einer ja, freien Szene von Dächern, Fleisch und schweigende Mehrheit passiert und das aber dann etabliert in der Hochkultur der Festwochen und im Volkstheater landet. Ja? Also was viel Besseres kann nicht passieren, dieser Transfer. Und da haben wir dann extrem viel gewonnen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Subkultur immer in die Hochkulturtempel eindringen muss, aber es verändert was bei den Leuten. Mhm. Und es verändert natürlich auch Nachdenken, weil Kultur nach wie vor die Möglichkeit hat, Dinge anders zu zeigen. Und das finde ich einfach wunderschön. Es ist der große Vorteil von Kunst- und Kulturarbeit, den wir haben, Sachen mit anderen Blickwinkeln zu füttern. Das kann der Politik sehr schwer, weil dann müssen meistens die Parteien wechseln. Also das kann das System Stronach recht gut anscheinend, da ist es wurscht, aber bei allen anderen, die müssen ja dann irgendwelche Parteimitglieder Befragungen zuerst machen. Mhm. Es gibt ja die Debatte der kulturellen Hegemonie und es gibt ja die pessimistische Sicht der Dinge, wie es was der Kollege Tremelsberger vertritt, dass seit logischerweise die Rechten am Klinger sind. Wenn man sich anschaut, was passiert in der Welt, und es gibt aber umgekehrt auch die Analyse, dass wir ganz offensichtlich ganz eine starke linke kulturelle Hegemonie haben. Und genau das der Grund ist, dass diese linke Hegemonie aber so unreflektiert ist, dass sie diesen Rechtsruck gerade provoziert, indem sie die andere Seite komplett ausschließt. Und dass, egal wenn es ein Rechter quasi was Blödes sagt, sofort drüber geknüppelt wird und dass eigentlich kein realer Diskurs zugelassen wird. Wie siehst du das? Haben wir die linke kulturelle Hegemonie, oder haben es die Rechten, oder hat es keiner von uns, hat es ja andere?
Grundsätzlich glaube ich, hat es keiner. Also ich meine, da sind wir jetzt also in einer Leitkulturdebatte und diese ganzen Sachen. Und ich hoffe eigentlich auch, dass keiner hat. Also meine Vermutung ist, dass keiner hat. Und ich glaube eigentlich auch, dass es wichtig ist, niemals dahin zu streben, sie zu erlangen. Weil das Spannende, was so im gesamten Hegemoniediskurs da ist, ist der Weg dorthin. Weil das heißt, ich bin ständig in Verhandlungen über das. Also der Weg hin zum Hegemonialwerden ist eigentlich was sehr Spannendes. Zu sagen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber muss man dann dafür mit ganz viel auseinandersetzen. Und ich bin auch recht skeptisch, weil genau diese Argumente passieren sozusagen sehr oft so, naja, die Linken lassen ja keine Diskussion zu. Ich glaube, es ist wurscht, welche Kategorisierung ist, wenn irgendein Arschloch rassistisch, faschistisch agiert, dann muss man über das Maul fahren und dann lasse ich mich nicht auf den Diskurs ein. Also das ist so, da gibt es ganz banale Grenzen, wo nicht diskutiert wird, sondern wo einfach so halt die Pappen. Ja? Es gibt natürlich viel Differenzierung davor, wo ich diskutieren kann. Ja? Mhm. Aber ich denke mal, das, wo sozusagen ja diese Fragen über Meinungsfreiheit und so dann immer auftauchen, ist genau dann, wenn irgendein rechter Scheiß passiert. Mhm. Dann heißt es plötzlich ja, wo ist denn jetzt die Meinungsfreiheit? Und ich denke mal, es gibt genau diesen Punkt, wo gerade die sogenannte Linke aufpassen muss, die da in den Boxen jagen lassen, weil genau darauf braucht es klare Antworten. Und man kann es alles weitertreiben, aber es bleibt trotzdem dabei, schauen wir, dass wir auf dem Weg ins Hegemonale bleiben, aber das heißt eben, dass ich im ständigen Diskurs bleibe und nicht irgendwann mal abschalten und sage, okay, wir haben es erreicht. Rechte Kulturhegemonie haben wir auf gar keinen Fall, weil wo war die? Das, ich weiß nicht mal, was das ist, Gott sei Dank. Sie kopieren ja meistens recht erfolgreich. Ich habe gerade gestern gelesen, in Deutschland gibt es da von Identity ein Hausprojekt, autonomes. Ja. Aber das ist ja auch nichts. Also, das haben wir ein bisschen beim Ricola-Prinzip, wer hat es erfunden? Ja. Ja. Es gibt rechte Gruppierungen in Deutschland, die quasi nach dem Prinzip freier Schulen unterrichten, also was unglaublich schädlich. Nur wenn man dann mitkriegt, was die dort unterrichten, dann sagt das quasi paramilitärische Trainingslager auf Montessori-Basis. Ja. Mhm. Also das ist der vollkommene Irrsinn. Ja. Aber ich muss ja immer davon ausgehen, genau mit diesem Ricola-Prinzip, ich darf nicht davon ausgehen, dass alles, was ich mal erarbeitet habe, nur bei mir bleiben kann. Mhm. Und es werden andere nehmen und umdeuten und das ist gerade wieder in der Kunst- und Kulturarbeit über Jahrhunderte, Jahrtausende passiert. Also das, was genommen worden ist und dann transferiert wird. Und das ist ja grundsätzlich auch okay. Ich muss mir nur dann sozusagen auch immer den Kontext vergegenwärtigen und sagen, okay, passt das da jetzt nur für mich? Kann ich da noch mit? Oder gibt es da eine Grenze? Und die Grenzen können ganz vielschichtig sein, die können politischer, ideologischer Natur sein, die können aber ganz banal sein, was jetzt eher so dieser Nice-Gayor-PC Straight Edge-Dogma war, sobald irgendwas nur den Geruch des Kommerziellen hat, darf er schon immer machen. Ja? Mhm. Irgendwann mal gegen Ende der 90er, Anfang der Nuller hat es dann diesen wunderschönen Satz gegeben, finde ich keine Angst vor einem guten Kommerz. Also, irgendwie haben wir sich die Bands, die man mit hat, auch mal wieder rechtfertigen müssen, nur weil die jetzt plötzlich tausende Platten verkauft haben, haben wir sie ja trotzdem noch mögen dürfen. Aber das waren diese Debatten, die waren auch von der 90er Jahre, war wirklich die Frage, darf man jetzt Nirvana noch hören? Mhm. Also weil das war ja irgendwie plötzlich deppert, dass die berühmt worden sind und man in der Arena keine Karten mehr gekriegt hat. Aber darf man sie jetzt noch hören oder nicht? Also, aber ich denke mal, genau diese Debatten sind aber spannend, weil die lösen was aus. Und sie entwickeln dann auch was. Und genauso, wenn ich es auf Musikgeschichte mache, hat jede Debatte was Neues hervorbracht. Zu ganz furchtbaren Genres bis zu ganz großartigen. Und auch in der Bühne entwickelt sich aus diesen Debatten was und auch im Theater. Und das ist, glaube ich, dieses Ding, ich muss das zulassen, aber bis zu einem Punkt, wo ich halt einfach auch sagen kann, okay, da kann ich nicht mehr mit. Mhm. Und das muss ich dann für mich selbst stoppen können. Okay. Eine letzte Frage, ähnlich wie du vorher dem Herrn Landeshauptmann ADE gestellt hast, nach der Utopie nach vorne zu blicken. Wir haben jetzt 2017, was sagst du, wo soll die Kulturszene 2030 stehen? 13 Jahre, gute Zahl. Also als erstes sage ich den Satz, den ich vorher vergessen habe, das ist ein Büringer Satz auf sein prophetisches, es gibt einen wunderschönen Satz von Max Gold, der heißt, die Zukunft wird so einiges bringen, wahrscheinlich morgen schon. Ja, also von dem her, es wird sich sowieso ständig was ändern. Ich glaube, dass
das, was jetzt so sehr stark immer postuliert worden ist und was auch teilweise wirklich auch bei Kulturvereinen merkbar war, so wieder ein bisschen ein Neokon, Biedermeier, Rückzug ins Private und möglichst viel ins Netz ausladen, bla 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 bla, also diese ganzen Sachen. Da spüre ich jetzt gerade irgendwie, dass das gerade aufhört wieder und das finde ich wunderschön. Also es kommt mir vor, es gibt wieder ein bisschen mehr den Drang nach außen, auf die Straße zu gehen, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das eines der großen Themen sein wird, sozusagen die wirklich sehr oldschool, aber sozusagen die Repolitisierung des öffentlichen Raumes und des Raums an sich. Und das andere, wo ich gern hätte, dass nur viel stärker hinkommt, ist in die Arbeits- und Lebensbedingungen. Weil ich glaube, dass das eines der großen Themen wird, Stichwort Grundeinkommen, das eh immer so mit kommuniziert worden ist, manchmal mehr, manchmal weniger in der VRP-Kampagne. Aber ich glaube, dass das die ganz großen Themen sind, weil nämlich sie, wenn ich das als Metathema hernehme und jetzt auch in der Kulturarbeit mittrage, sie ja ganz viel dranhängt. Weil auch über bedingungsloses Grundeinkommen oder Grundeinkommen, wie auch immer man das nennen will, sie dann auch Formen von einer Bildungsarbeit zusammenstellen, die ganz eng gekoppelt ist mit Kulturarbeit. Was ich voll spannend finden würde, viel mehr in der Bildungsarbeit, sozusagen von Alphabetisierung, aber auch über Elementarbildung. Also, das Schöne ist, die Kulturarbeit muss ja keine Grenzen setzen. Ja? Muss jetzt nicht sagen, wir sind nur für das zuständig. Eine Schule kann sagen, okay, wir sind von der ersten bis zur vierten Klasse zuständig. Kulturarbeit kann sagen, wir können uns eh alle nehmen. Ja? Das heißt, ich glaube wirklich, dass das so, also diese Aufgaben, die der Politik ist gerade sehr stark irgendwie natürlich über das Fluchtthema und Spracherwerb, ich glaube, dass da die Möglichkeit besteht, wirklich in einer Art der Bildungsarbeit viel mehr sinnliche Erfassbarkeit für Menschen herzustellen. Wo es auch ist, glaube ich, hauptsächlich jetzt der Meinung im institutionellen Kontext echt schon wieder einiges passiert, was ich sehr spannend finde, ob es das im Theaterbereich oder im Musikbereich ist. Aber ich glaube, dass da ist gerade ein Stichwort Regionalentwicklung, gerade Kulturinitiativen, wirklich ganz viel Potenzial hätten, sie zu engagieren. Und das ist eben auf einer selbstverständlichen, unter Anführungszeichen, alltäglichen Basis und nicht nur, weil es eine sehr starke Fluchtbewegung da ist und man jetzt irgendwie Leute im Dorf hat, die neu sind und mit denen man arbeiten muss. Sondern dass das wirklich eine Selbstverständlichkeit wird, dass man sagt, okay, wir als Kulturinitiative sind auch im Bildungsbereich mit euch tätig, wir sind auch in den Bereichen tätig, die ihr vielleicht sonst noch nicht von uns erwartet habt, weil in dieser Verselbstverständlichung der Kulturarbeit wird dann das auch passieren, dass sozusagen der Weg zum Hegemonalen auch bleiben wird. Das klingt wie ein schönes Programm für die nächsten 13 Jahre. Ich danke dir für das sehr spontane Gespräch, auf das wir uns beide nicht vorbereitet haben, aber ich habe das Gefühl, du vermisst fast ein bisschen die Zeit, was du über sowas öffentlich reden kannst. Ja, am Telefon, im Amt ist es recht schwierig, da werde ich selten solche Sachen gemacht. Oft selten, ja, sagt, wie ist das jetzt mit der Hegemonie? Also das ist wirklich, das vermisst man schon, wobei am Telefon war es vielleicht auch komisch dann. Da kann ich auch andere Fragen so. Wie war es, wie sie bei uns sind? Findet das Burggartenkonzert heute statt oder nicht? Ja? Und ich sage dann drauf, das hängt vom Bild ab. Das ist das Schlusswort. Genau. Danke sehr.